Hi, willkommen zurück zum Shantae Let's Play Whiskey's Revenge. Wir sind kurz vorm Boss im zweiten Dungeon. Genau genommen bleibt eigentlich nichts mehr übrig, ist nur noch der Boss. Genau. Ja, lass uns loslegen. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, was für eine Art von Boss war. Aber wir werden es gleich sehen. Knister, knister. Du musst der Genie sein, der nach den magischen Siegeln sucht, oder? Das stimmt. Du hast zwei und jetzt bist du hier für das letzte. Du hast Whiskey Boots übertrumpft. Du bist sehr, sehr klug. Aha. Jetzt wird es ihr niemals gelingen, die magische Lampe wieder einsatzfähig zu machen. Du bist eine Heldin. Die Bürger der Stadt werden dir danken. Willst du meine Gedanken manipulieren? Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es. Aber dein Onkel, er versteckt etwas vor dir. Was weißt du darüber? Was macht diese Lampe überhaupt? Hahaha. Wertvolle Informationen gibt es nicht kostenlos. Aber wenn du das Zeug dazu hast, deinen Onkel zu zerstören, dann hast du es verdient, um die wahre Kraft der Lampe zu wissen. Du siehst vielleicht aus wie er, aber du bist nicht mein Onkel. Gib mir alles, was du hast. Komm einfach alles drauf hier. Na komm. So lange kann es doch nicht mehr gehen. Aber wir können bestimmt was futtern. Und dann können wir das gleiche wieder machen. Na, jetzt haben wir ihn geschafft. Sehr schön. Und wir haben das letzte Siegel. Tja, wo ist Whiskey Boots? Das ist komisch. Ich habe damit gerechnet, dass Whiskey Woods kommt, um mir alle drei magischen Siegel abzunehmen. Jetzt muss ich zu Onkel Mimics Werkstatt Scuttletown bringen. Okay. Speichern. Oh. Ja, braucht keinerlei Geld mehr einsammeln. Das ist ziemlicher Quatsch. Wir können ja nicht komplett hier raus. Okay, meines Wissens müssen wir zu ihr gehen. Ans Bootshaus. An den Leuchtturm. Chanté, da bist du ja. Wir haben überall nach dir gesucht. Was ist denn los? Wo ist Onkel Mimik? Du wirst das nicht gerne hören.
Wir haben einen Erpresserbrief in seiner Werkstatt gefunden. Oh nein. Schau mal. Vielleicht solltest du dich besser setzen. Nein, bitte lies es. Whiskey Woods sagt, sie hat einen Onkel und tauscht sein Leben gegen die drei magischen Siegel, die du hast. Sie versteckt sich am damaligen Fundort der Lampe. Irgendwo östlich von hier. Weißt du, wovon sie spricht? Armer Onkel, das ist alles meine Schuld. Östlich? Das bedeutet, er ist am Rückzugsort des Bürgermeisters. So ein Unsinn. Das würde heißen, er ist beim alten Bootshaus. Welcher Trottel kann Ost nicht vom Westen unterscheiden? Bitte nicht streiten. Ich brauche Hilfe mit einem Plan. Stimme. Ich kann helfen. Er ist dieser Typ. Das hast du falsch verstanden. Whiskey Boots hat deinen alten Freund nicht. Es war das Zombie-Mädchen. Rutti Tops? Das würde sie nicht tun. Wieso sollte ich dir überhaupt glauben? Bist du nicht mit dem Levelabschluss explodiert? Hey, jetzt tu nicht so, als hätte ich einen Streit angefangen. Die Piratin hat mich und meine Babys bedroht. Sie hat alles durcheinander gebracht und jetzt sind meine Kinder verschwunden. Ob du mir glaubst oder nicht, dieser Zombie und die Piratin stecken unter einer Decke. Das ist Fakt. Das klingt irgendwie faul. Warum bist du hergekommen? Wieso? Natürlich, um einen Deal zu machen. Frau Boots rechnet damit, nach ihren Spielregeln gegen dich zu kämpfen. Aber ihr Versteck hat eine Hintertür, die dir vielleicht einen Vorteil bringt. Wenn du zustimmst, meine drei goldenen Babys zu retten, zeige ich dir den Weg zu Whiskys Versteck. Sie weiß so oder so, was ich komme. Was haltet ihr davon? Wenn Whiskys Versteck unter Wasser ist, können meine Vögel nichts für dich tun. Vielleicht musst du diesem Kerl vertrauen. Er ist vielleicht ein Ekel, aber ich denke, er sagt die Wahrheit. Okay, wir sind im Geschäft. Wo soll ich anfangen? Meine Babys verstecken sich wahrscheinlich in Unterwasserhöhlen in der Nähe. Eines meiner Babys hat ein Artefakt, das dir helfen wird, durch die Hintertür von Whiskys Versteck zu kommen. Dann lass uns das schnell hinter uns bringen. Onkel Mimik braucht mich. Okay. Wir müssen Meerjungfrau werden. Hier ist nämlich Wasser. Und keine Ahnung mehr, wo man lang schwimmen muss. Wehren können wir uns jetzt noch nicht. Ah, okay, hier geht's nicht lang. Es sieht so aus, als gäbe es hier einen Geheimgang. Hier gibt's was. Aber ich meine, hier gibt's nur Geld. Und Geld ist ziemlich unnutzlos für mich gerade. Oder? Ah, eine Marmelade. Eine Marmelade, oder? Oh, Herzhalter. Okay. Sechs Herzen haben, ist auch gut. So, vielleicht gibt es hier unten noch irgendwas. Nein. Okay, dann sind wir hier durch. Hier gibt es auch nichts mehr. Ja, doch, hier gibt es einiges. Nee. Hier ist noch was.
Nee, Moment, das ist ja die Stelle, wo es weitergeht. Okay. Ich meine, hier gibt's nichts mehr. Wir müssen jetzt überall hingehen, wo es Wasser hat. Das sehen wir ja auch auf der Karte. Ah doch, da ist Wasser. Kommen wir hier eigentlich schon? Nein, hier war man nämlich noch gar nicht. Das sollte man nämlich nochmal noch nachholen. Nein, hier gab's hier irgendwas? Nein! Ich hatte es fast geschafft. Noch. Affe? Jetzt. Boah. Boah, wir haben es geschafft. Okay, Marmelade haben wir gefunden. Hier waren wir nicht, noch nicht. Gleich haben wir's. Na, hier ist ein Speicherpunkt, oder? Vielleicht speichern wir mal. So, jetzt haben wir gespeichert. Und jetzt gehen wir hier links rein. Halt, hier müssen wir uns verwandeln. Da geht es dann ab ins Wasser. Und wir müssen dann hier links runter. Aua, nicht ständig irgendwo hängen bleiben. Dann hier hoch. Und hier gibt es das erste Baby, was wir retten müssen. So, jetzt tun wir mal geschwind noch was futtern. Was sonst wird das ein kurzer Auftritt heute. Okay. Meines Wissens müssen wir jetzt zu einem Teleporter. Gut, dass wir jetzt bringen, Klippen der Sirenen. Ja. Und wir laufen einmal nach rechts. Gehen in Meerjungfrauenform. Und lassen uns nicht treffen von den komischen Piranhas.
Gehen hier runter, gehen hier links. Da. Dann hier hoch und links. Genau, so richtig. Ganz viele Spinnen, voll mies. Und Tintenfischbaby erhalten. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Wie schwerfällig. Okay, wir müssen jetzt nach links. Blöden Teufel. Wir müssen mich jetzt da, wo die ganzen Meerjungfrauen sind, da gibt es nämlich auch noch einen Wasserbecken. Mal aufpassen, dass wieder die Teufel mich nicht erwischen. Ja, gerade sag ich's. Aufpassen, nicht runterfallen. Natürlich habe ich mich so hingestellt, dass sie mich trifft. Nein, Drecksteufel. Also die sind eigentlich echt nicht schwer, aber jedes Mal, wenn du springst und du bleibst an einen hängen, dann ist es so ein Einfriereffekt kurzzeitig und der ist super nervig. Aber jetzt gehen wir so ein bisschen mehr auf Nummer sicher. Nummer sicher in Form von, dass wir uns treffen lassen die ganze Zeit. Na komm. Tja, jetzt müssen wir uns wieder heilen, weil das war nix. Jawohl. Jetzt müssen wir wieder in den Affen. Ach komm, ich lasse dich jetzt einfach nur. Ich will doch nur darüber. So, da haben wir Wasser. Und gleich müssen wir eine Stelle finden, wo wir reinhopfen können. Ah, weißt du was, wir speichern hier mal geschwind. Ja, jetzt wird es langsam aber Zeit. Immer noch nicht. Okay, hier ist es wohl. Oh, Alter, wie oft die mich treffen, das ist doch nicht normal. Au, blöder Fisch. Wir müssen hier runter. Und dann runter. Und
dann hier rechts und dann wieder runter. Fühlt sich für mich eher nach Sikut an als... nicht Pike Balls. Oh, okay. Jawohl. Wir haben alle drei. Oh, war das knapp. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn man in normaler Tierform da reinhoppt. Jetzt müssen wir da rausschwimmen. Eigentlich muss ich gar keine Tasten drücken. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit auf der Taste rumhau. Ja, gut ausgewichen. Okay. Perfekt, wir sind in der Stadt. Und das ist jetzt auch eine gute Geschichte, weil ich will nicht schön einkaufen. Okay, wir können... Wir holen erstmal... Ja, Crush Pub. Eigentlich ist es total Wurst. Ja, jetzt, wenn wir noch zwei Marmeladen haben, dann können wir den Rest auch kaufen. Aber, ja. Erstmal noch speichern. Ja, mächtig. Okay. Du hast es geschafft. Du hast die drei Babys gefunden. Ich bin überglücklich. Nun gut, Genie-Mädchen. Ein Deal ist ein Deal. Kommt dir da, wer auch immer das Artefakt hat, gibt es der netten Dame. Cool, jetzt habe ich die Meerjungfrauenblase, jetzt kann ich... Diesen kannst du Blasen in Meerjungfrauenform verschießen. Den Gegner kannst du damit auch unter Wasserblockaden zerstören. Jetzt haben wir alle Sachen. Es gibt hier noch zwei Marmeladen, die wir einsammeln können. Eine ist im ersten Tempel, meine ich. Die andere weiß ich gar nicht mehr. Und dementsprechend würde ich sagen, ist mir das relativ schnuppe. Ich brauche jetzt noch einen Speicherpunkt. Ja, der ist ganz da drüben. Ist... Nee, wir gehen jetzt mal noch ganz nach rechts. Und speichern regulär. Ja, mächtig. Gut. Das war... ja, das waren die letzten drei Baby-Squids, die wir einsammeln mussten. Damit wir das Meerjungfrauen-Upgrade kriegen, das brauchen wir und das kommen wir nicht mehr weiter. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten, wahrscheinlich letzten Teil von Shantae Risky's Revenge. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich habe Spaß gehabt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonnieren nicht vergessen. Ja, bis dann. Ciao.